Also ich weiß nicht, was du meinst gerade. Ist der Stream aus gewesen oder was? Aber eigentlich nicht. Ich habe bloß gerade gesehen, dass ich über 5 Stunden bin. Das ist schon gar nicht gut. Hatte nur noch Standbild. Okay. Nö, eigentlich nicht. Also, bei mir lief's jetzt eigentlich. Hm, merkwürdig, okay. Ich habe bloß gerade gesehen, dass ich über 5 Stunden Aufnahme bin und das ist eigentlich scheiße bei mir. Weil dann mein Programm, mein Bearbeitungsprogramm da immer so ein bisschen rumspinnt. Mal gucken, ob es jetzt noch überhaupt noch klappt. Ja, Holz wegbringen. Wir müssen dahin. Auf geht's. Na, das wird ja eine lange Fahrt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Plötze bitte nicht wieder hinter mir. Das wäre kacke. Ich muss erstmal wenden hier. Gar nicht so einfach mit Pferden. Ah, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und los geht's. Schön in Ruhe. Fein macht ihr das, Bubis. Und nochmal zurück, bitte. Ja. Eieieiei. So, jetzt aber. Komm. Kriegen wir hin. Und drüber. Eieieiei. Hundi, geh mal aus dem Weg. Was für eine Ladung. Okay, komm. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir auf dem richtigen Wege. Ah, wir müssen hier rum. Wir müssen hier rum. Jetzt. Okay. Keston, ich hoffe, jetzt ist wieder alles okay. Also, wie gesagt, bei mir sah es jetzt nicht nach irgendeinem Fehler oder sowas aus. Ich kriege auch keine Anzeige, dass irgendwas falsch ist. War, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es ist alles gut. Ja, na jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen. Uiuiui, das wird eine lange Reise. Uiuiui. Auf geht's. Wie finde ich auf YouTube? Ja, alles wieder gut. Du kannst mal gucken unterm Stream bei den Infos und bei den Regeln und sowas. Da findest du den Link zu YouTube direkt, wenn du draufklickst. Und ansonsten Pain Pirate LP auf YouTube. Oder da steht sogar schon. Gerade der Link im Stream, das dürfte dich genau dahin bringen. Der Link im Chat. Oh, da sind Wildschweine. Die bräuchte ich. Okay, hier finden wir Wildschweine. Sehr interessant. Oh, shit. Ich sehe gerade, ich fahre falsch. Sorry, ich muss hier rüber. Plötze, tut mir leid. Ich bin falsch gefahren. Jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Hier müssen wir rüber. Kommt rum, ihr fetten Ärsche. Jawohl. Ah, okay. Okay. Das läuft gut. Feine Sache. Und weiter geht's. Hopp, hopp. Oh, Haufen Eichhörnchen. Und jetzt hier oben rüber. Ach du Scheiße. Oh. Komm schon.
Plätze 1 und 2 oder 3 und 4 besser gesagt. So ist es fein. So, hoffentlich kein Überfall jetzt. Das wäre echt scheiße. Okay. Oh Gott, hier rum? Willst du mich verarschen? Okay. Und auf geht's. Zum Glück kann der Wagen nicht auseinanderbrechen. Oder geht sowas? Ich hoffe nicht. Oh, so viel Wild, was wir hier schießen könnten. Naja. Aber wir sind auf einem guten Weg. Oh, so ein Haufen Krähen gerade. Mm. Ja, ja, Vorsicht bitte. Alles gut, ich habe gerade meine eigenen Probleme hier. Euer Wagen ist mir ziemlich egal. Oh, wir haben schon wieder einen Vogel umgefahren. Oder Plötze. Achtung, Vorsicht, heiß und fettig. Sieht gut aus. Wir haben es doch bald geschafft, oder? Ja, da unten ist es doch schon. Ja, ja, parke den Holzwagen neben dem Haus. Wir sind unterwegs, wir sind unterwegs. Gibt es hier eine richtige Straße dafür und einen richtigen Ort, wo wir es vernünftig hinstellen können? Ich fahre jetzt einfach hier runter, oder? Hier müssen wir doch hin. Okay. So, Freunde, guck mal, ich bring euch was Schönes. So. Und da hätten wir's. Ist das nicht fantastisch? Na, Mister? Ja. Ja, könntest. Oh, of course, of course. Mm-hmm. Just as soon as we sell the house, you'll get your money back. Das finde ich gut. Kann ich das kaufen? I'll be back later for what you owe me. I'll have it just as soon as we manage to sell this place off. Alles klar. Dann schönen Tag noch, ne? Männer, ihr könnt mich ruhig zum Richtfest einladen. Da können wir einen trinken. Hey, boy. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Sehr schön. Hätten wir die Aufgabe auch noch erledigt. Ausgezeichnet. Ja. Gehen wir zum Fleischer. Verkaufen unser Zeug. Ja. Und dann werde ich erstmal mit dem Hund rausgehen, glaube ich. Gut gemacht. Danke, danke. Na gut, ich bin ja bloß geritten, aber es hat geklappt. Von welcher Seite komme ich denn hier gerade? Ach so, hier muss ich ja hin. Ich wollte gerade sagen, hä? Ach, und John steht da mitten auf der Schafsauktion. Na da. Oh, guck mal. Eine Holzkarre. Hätten wir doch gleich die nehmen können. Ja, schönen guten Tag. Nicht losschneiden. Hallöchen, mein Freund. Welcome. Welcome. Good morning. So, schauen wir mal. Das kann weg. Das, das. Tierfettzeug behalten. Federn weg. Darf bloß nicht verpassen, wenn der fertig ist mit dem Haus. Wir werden ab und zu mal dran vorbeifahren, glaube ich. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht. So.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann weg. Der Rabe kann weg. Das kann weg. Adlerkralle. Ich behalte mal eine. Adlerfeder. Behalte ich auch mal eine. Hühnerfeder kann weg. Habichtfeder 2. Ich behalte mal eine. Das kann weg. Fasane kriegen wir ganz oft. Dachsklaue behalte ich trotzdem mal. Habichtfeder hat man gerade schon. Wapiti-Geweih. Der kann weg. Der. Und die behalten wir. Jo. Gut. Danke, Mister. Und auf geht's. Und da fährt er mit der Holzkutsche. Schön. Ja. Du hast gleich Probleme mit mir, mein Freund. Ach, hier. Die Kollegen da drüben, oder was? Was los? Ja, ja, ich komme zu dir. Was los, Kollege? Ja. Genau. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith? Jawohl. And pick out your choice of item on my tab. Das nehme ich doch gerne an. Dankeschön. Okay, wir kriegen doch was umsonst. Ja. He's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Nice. Ist das dann jetzt eigentlich egal, ob ich eine Anpassung mache oder ob ich mir was Neues kaufe? Scheinbar schon. Also, neues kaufen ist egal. Ja, wir könnten uns die Schofield, den Schofield Revolver könnten wir uns kaufen für 0. Den können wir uns holen. Den haben wir. Warmintgewehr haben wir. Springfield Gewehr. Oh, das Rolling. Ach, können wir noch nicht. Mist. Abgesägte Schrotflinte. Das haben wir. Ja. Ja, da würde ich die Pistole nehmen. Weil, ja, was anderes bringt's mir ja jetzt hier noch nicht. Da hole ich mir den Revolver. Für umsonst. Ist doch super. Jo, $84 gespart dann. Wir könnten uns noch eine Volcanic-Pistole holen. Aber haben wir ja schon. Ich nehme den Revolver. Fine choice. I'll let him know. Dankeschön. Dankeschön. Ja, benutzen wir den gleich. Beziehungsweise, wir können den eigentlich gleich mal ändern. Wir haben ja ein bisschen Geld. Egal, ob ich den jetzt benutze oder nicht. Ich will ja alle ein bisschen hübsch machen. Wir nehmen den Ebenholzgriff. Lauf machen wir wieder länger. Achso, der hat schon langen Lauf. Ne, kürzer wäre ja dumm. 3. Besser. Genau. Visier, besser. Gut. Das ist so einer zum Runterklappen. Ich wollte gerade sagen, okay, der ist, den machst du halt so fit runter, dann kannst du die Trommel wechseln. Bei der anderen fährt die Trommel raus. Interessant. Dekorationen, Metalle. Okay, der Lauf wird schwarz, die Trommel wird wieder golden. Ich mache die alle ungefähr gleich, weil ich mag das Design so ein bisschen. Hammer wird golden, Visier wird golden.
Abzug wird golden. Perfekt. Also hat mir das schon immer gut gefallen und ich werde dabei bleiben. Oh, Jugendstil wieder, ja, okay. Hier gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich nehme mal das. Aber wir nehmen wieder das Dunkle. Genau, das sieht cooler aus. Ich will das nicht ganz so auffällig da drauf haben. Und so sieht das ganz dezent irgendwie aus, aber trotzdem cool. Nehme ich. Schnitzereien. Oh, der Griff ist hier ein bisschen anders. Hier passen mehr Motive so ein bisschen besser. Nehmen wir das Reh diesmal. Komm. Hübsch. So. Wieder eine Waffe aufgebessert und vor allen Dingen umsonst bekommen. Ausgezeichnet. Danke, mein Freund. Schönen Tag noch. Oh, freue ich mich. Und das trotzdem wir... Oh, eine neue Zeitung. Ah, fuck. Ich werde sie kaufen, aber ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Oder wir kaufen sie später. Ist besser. Plötze, komm mal kurz her. Ich will dich anbinden, wenigstens. Ja, du hast gleich ein Problem. Geh weg. So, binden wir dich mal kurz an. Feine Split. Was machst denn du, Bafa? Okay, der macht gerade ganz komische Sachen. Super strange. Okay. Striegel mal dein Pferd kurz. Schon wieder alles Dreck hier. Ja, viel besser. Okay. Plätze, wieder sauber. That's my boy. Sehr gut. Und noch ein Leckerli. Schmecken lassen. Ich gehe noch ein paar Sachen verkaufen. Und wir müssen mal gucken. Wir müssten eigentlich den Arzt irgendwann mal ausrauben. Aber irgendwie will ich das erst machen, wenn ich nicht mehr hier die ganze Zeit bin. So. Was war denn das, was wir gemacht haben? Die... Das starke Schlangenöl will ich gucken. Starke Schlangenöl. 2,75. Das ist gut. Das ist gut. Ganz schön abgemagert, dein Pferd. Ich muss das mal mehr füttern, ne? Ich müsste mal gucken, ja. Wird das dünner und dicker, ja? Okay. Ja, Verkäufer. Wieder... Alles, was wir hier so haben. Oh, wir haben Johannisbeeren? Seit wann haben wir Johannisbeeren? Da hätten wir schon die zweite Beere. Cool. Oregano bleibt. Pferdewecker. Den können wir verkaufen. Schafgarbe. Pferdearznei. Das kommt weg. Okay, I'll buy that. Ah, Mist. Okay. So. Belassen wir es dabei. Und wir sind wieder über 500. Sure, okay. Arthur kannst du auch richtig dick machen. Thanks. Ja, gut. Arthur wusste ich, aber dass das Pferd genauso, das wusste ich nicht. Ja, dann müssen wir Plötze mal ein bisschen füttern, ne? Plötzelein. Easy now.
Oh Mensch, du armes Pferd, ey. Kriegst nichts zu fressen. Komm her, kriegst du. Kriegst noch ein paar Kekse hier. Ja, fein. Ja, man sieht's direkt. Ja, ist direkt dicker geworden. Krass. Okay, cool. Das habe ich so noch nie gesehen, aber cool. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir für jetzt erstmal Feierabend. Denn ich muss jetzt erstmal mit dem Hund rausgehen. Und ja, mal gucken. Vielleicht machen wir danach nochmal weiter. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Kann sein, kann nicht sein. Ich danke fürs Zuschauen an YouTube. Und über Like und Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.